Aber richtig gelacht jetzt. Ich heiße Carsten. Hallo. Freust dich schon aufs Auto? Ja, aber nicht aufs Video, sondern einfach so. Auf dich. Auf dich, Schatz. Ja. So ein bisschen chillen mit dir. Willst du was sagen? Dann sag was. Jo, was geht, Mann? Noch was? Respect the streets. Okay, bis dann. Jetzt leg mal auf. Der gibt mir schon den Gas. Du rufst mich immer an. Valio, mach die Einleitung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Q&A. Okay. Es geht jetzt los, Balu. Die Lichterkette ist einfach immer noch so wie letztes Mal. Sieht so scheiße aus. Also ich frage, warum die Sonnenbrille? Ich fand, so sah immer scheiße aus, ohne Dings, ohne Brille. Aber so sieht wenigstens aus wie ein Räuber. Armani steht drauf. Achso, Armani. Aber steht falsch rum drauf. Nee, ist original. Ich glaube, mein Bruder ist 100 Pro original. Balu! Was? Fettsack, ey. So! Wir dachten uns, wir machen mal wieder ein Q&A. Das letzte ist ja jetzt... Ich glaube, halbes Jahr schon her. Nein, dreiviertel. Ich habe geguckt. Das war letztes Jahr von dem Winter, glaube ich. Wie ihr seht, wir haben es immer noch nicht geschafft, die Lichterkette ordentlich aufzuhängen. Ich wollte schon sagen, wenn euch was auffällt in dem Video, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, aber... Na gut. Was ich noch sagen möchte vorab, es wurde jetzt auch schon wieder oft gefragt, ob wir zusammen sind. Was wir beruflich machen, Studium und so weiter, das haben wir alles im ersten Q&A schon beantwortet. Also sind mehr allgemeine Fragen, gerade was Arbeit und so angeht. Oh, was ist denn los mit dir? Ja? Mach deine Hand runter, Bruder. Komm hier, Simba. Simba. Ui. Warum seid ihr nur so verfressen? Genau wie Nathalie. Wenn ich dir so dünner zeige, bist du genauso. Warum? So, fangen wir an. So, schieß los. Die Frage. Ich mach was für ein Fotos. Ja. Deine Nacktfotos kannst du für dich behalten. Okay. Achso, guck mal, ich war jetzt eine Woche lang nicht trainieren. Mein Arm ist schon so dünn geworden. Mein T-Shirt rutscht direkt runter. Ich hasse das. Und wenn ich trainiere und fit bin, dann ist immer hier oben, weil Arm dick ist. Mhm. Also ist dann immer so und rutscht nicht runter. Daran könnt ihr merken, ob ich gerade fit bin oder nicht. Hab ein bisschen zugelegt. Wegen Nathalie. Erste Frage von domino.1277. Wie war eure erste Fahrstunde? Motorrad. Ich kann euch einen Tipp geben, bevor ihr zur Fahrschule geht, guckt euch Tutorials auf YouTube an. Ich weiß, du kannst mich gerade nicht ernst nehmen mit dem Outfit, guck aber... Guck mal kurz an. Aber nimm mich einfach ernst. Das kann sehr gut helfen und dadurch konnte ich eigentlich schon direkt komplett schalten und ja... Also meine erste Fahrstunde war eigentlich perfekt. Also war sehr gut. Profi. Und deine? Okay, meine erste Fahrstunde war, dass ich schon alles konnte, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin und schon vorher Motorrad gefahren bin. Der Klassiker. Der Klassiker. Von daher entspannt. Balu! Ey, die suchen wieder Fressen. Balu! Du Fettsack! Nächste Frage, Knattermaus. Wird in Zukunft auch Rennstrecke kommen? Also bei mir ja, ich bin nächstes Jahr auf der Rennstrecke. Ich nehme ihn einfach mit. Ich hoffentlich auch, dafür brauche ich aber erstmal Reifen und eine Lederkombi, aber bestimmt mal ja, wird schon klappen. Wie oft in der Woche geht ihr ins Fitnessstudio? Ja, fang doch aber auch mal an. Ja, jetzt du, komm, mach. 5 bis 7 Mal, je nachdem. Bei mir eigentlich 2 bis 3 Mal. Und wenn ich keine Zeit habe wegen Uni und anderen Sachen... Warte, ich möchte kurz... 0 Mal. Möchte kurz was vorlesen. Chatverlauf von heute. Ich frage, wollen wir nach Q&A zum Sport? Was heißt hier wir? Naja, du und ich. Habt doch noch gar nicht zugesagt. So, ja, deswegen auch das Fragezeichen. Bei mir hat keinen Sinn. So, dann gibt's noch kurz was mehr. Er hat doch auch keinen Sinn, wenn ich die Woche gar nicht war. Ein Mann ja, genau. Bringt auch nichts. Hier. Ach so, hier. Ha, ha, ha. Ach so, das kam so rüber, als würde es schon feststehen. Hab ehrlich null Lust. Die Woche sowieso nicht einmal gewesen. Hat gar keinen Sinn. Sieht man ja. Gregor Lehmann, unterstrich vorne und unterstrich hinten, hat gefragt. Haben sich Freundschaften geändert oder sind kaputt wegen dem YouTube-Durchbruch?
Nö. Nö, eigentlich nicht, oder? Nee, aber... Freundschaften geändert? Nö. Hat sich eigentlich gar nichts geändert, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, wir haben nicht mehr so viel Zeit privat. Andere Leute, mit denen man keinen Kontakt mehr hat, kommen lutschen, tatsächlich. Aber sonst. Ja. Der Bratan bleibt der gleiche. Wie mache ich das jetzt? Ja, gar nicht. Kannst du auch danach trinken. Meinst, ich habe gerade Durst. Ja, dann mach kurz hoch und trink. Und dann können wir es rausschneiden. Ja, aber das geht nicht. Wie? Der ist so eng. Dann mach die Maske kurz ab und schneid's raus. Geht? Es schmeckt aber nach Waschmittel. Ja, siehst du? Richtig blond im Moment, aber... Sie trinkt über die Maske. Filtert auch, glaub mir. Sie trinkt einfach Tee über die Maske, ich glaub's nicht. Diese Lüge. Oh, das schmeckt wirklich nach Waschmittel. Ja, sag ich doch. Nächste Frage. Das ist was für dich, also was du beantworten musst. Von HR... Stalk doch nicht. Hä? Von HRV.Marco ist Nathalie auch privat so viel, also essen. Ja. Sie hat immer Hunger. Wirklich. Ist kein Joke. Ist wirklich so. Leider. Aus in welcher Stadt kommt Oggi aus der Türkei? Das hatte ich schon im ersten Video beantwortet, glaube ich. Aber ich sage es trotzdem nochmal, aus Izmir. Lohnt sich einer Zweischein? Das kannst du beantworten. Ja, ich würde sagen, ja, weil man den offenen ja erst ab 24 oder 25 machen kann, wenn man halt davor schon Bock hat, dann... Also ich habe meinen A2 ja auch gemacht mit 18. Also ich finde ja, definitiv. Gibt ein Däumchen nach oben. Und gib das Video auch einen Daumen nach oben, bitte. Aber nur einen. Für den Algorithmus, wenn du gönnst, dann schreib auch einen Kommentar, so wenn du willst. Aber wenn nicht, dann ist auch okay. Ist jetzt... Das fand ich auch sehr krass. Ist jetzt Knatternatter offiziell in einer Beziehung? Hä, ich wusste nicht, dass ich eine habe. Hä, wieso? Ich war jetzt auch verwirrt, ob ich... Nee. Okay. Was sind eure Ziele auf YouTube? Eigentlich kein Ziel, also bisher... Du wollen die Million knacken. Einfach weitermachen und gucken, wo was das... Was passiert? Einfach gucken und was... Einfach Videos machen und gucken, was passiert. Und versuchen vielleicht so ein bisschen, süß zu sein. Ja. So, weiter geht's. Unterstrich V, unterstrich R, unterstrich O, unterstrich N, unterstrich I. Guck nicht. Ich guck nur, wie er heißt. Sie, glaube ich. Oder ja. Sie. V-Mann. Habt ihr Tipps gegen Prüfungsangst? Beziehungsweise, wie geht ihr damit um? Ich habe Angst vor Prüfungen. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ich habe mein Abitur mündlich voll verkackt. Motorradprüfung fand ich jetzt nicht so schlimm. Weil ich es halt konnte. Also, egal was ich jetzt sage, es wird nichts bringen. Es bringt ja nichts, wenn ich dir sage, sei nicht aufgeregt. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber vielleicht hast du aber Tipps, dass du vorher... Ich habe keinen Tipp. Ich gehe einfach locker an die Sache ran und bin selbstbewusst. Das also er geht meistens so ran, er sagt sich, ich gehe jetzt einfach rein, ist mir egal. Genau, ich gehe jetzt einfach rein, wenn klappt, klappt, wenn nicht, klappt nicht, dann mache ich es nochmal, so. Ich hatte bei meiner ersten Klausur, was war das, allgemeine Wirtschaftsinformatik? Keine Ahnung, was hatte ich vor dem Blackout? Nee, das war sogar Mathe. Das war Mathe und ich kann Mathe sehr, sehr gut. Und ich hatte kompletten Blackout und ja, ich hasse es einfach. Ich hasse auch Prüfungen, das geht ich nicht. Ich auch. Von daher haben wir heute leider keinen Tipp für dich. Und Montag Klausur, ich werde es verkacken. Na, wunderst du dich, was wir hier machen? Na, wunderst du dich? Du sollst doch die Kamera halten. Wann kommt Merch? Sabasmali. Merch kommt am 1.10. 2020, das ist ein Donnerstag, glaube ich. Wir müssen noch das Video dazu schneiden und ihr werdet alles auf Instagram erfahren. Folgt einfach Knatter Crew, dann wisst ihr Bescheid. Es wird aber auf jeden Fall ein Video kommen. Nicht so typisch wie andere, so mit 3D-Effekten und professioneller Kamera. 3D-Effekten? Ja, keine Ahnung. Wir machen es auf unsere Art und Weise. Wir machen es richtig, richtig lustig. Richtig Profi so. Ja. Kuss. Einfach dumm. Also, wer gönnt, der gönnt. Wer nicht, ist auch okay. Warsinn-BRM fragt. Oh, ich muss die Frage umformulieren, das steht hier so komisch. Hat Oggi schon mal ausländerfeindliche Aktionen erlebt? Ich spreche aus Erfahrung. Ja, soll ich sagen, in Berlin nein, weil in Berlin wohnen gefühlt 100% Ausländer. Ja, hier. Okay, so jetzt in der Gegend Neukölln-Kreuzberg, da... Nicht, aber in Brandenburg schon, ja. Aber jetzt nichts Schlimmes. Ich muss euch was zeigen. Balloon.
Was machst du da? Was? Was? Bist du rollig? Können die Katzen einen Trick machen, kommt als nächstes? Ja, dann müssen wir in meine Küche kommen. Boah! Wir müssen jetzt Tricks vorzeigen. Und da das jetzt aufgenommen wird, klappt das bestimmt nicht. Bello, dreh dich. Dreh dich. Scheiße. Was ist denn los mit dir? Also wie immer Vorführeffekt. Ey, der kann das immer. Dreh dich. Ja, ja, komm. Komm, das war eine halbe Umdrehung. Bello, dreh dich. Komm. Dreh dich. Ja, komm. Oh, Alter. Na. Bello, dreh dich. Komm. Alter, will er mich heute verarschen? Hey. Hey. Freundchen, na, hör mal. Hey. Was ist denn mit dir los? Du hast dich nicht gedreht. Du gehst mal weg. Ach, Simba. Simba, sitz. Aha. Fein. Na. Sitz. Simba, sitz. Fein. Jetzt hat geklappt. Ja, jetzt ist Baloo fertig. Ey, ihr zwei Fettsäcke, echt? Sitz. Ja. Krass, Bruder. So. Genug Katzen-Content, wa? Jetzt kommen, glaube ich, so ein paar Fragen, die wir schnell beantworten können. So, aber schnell? Wir machen jetzt Ja-Nein-Fragen. Ich hoffe, das klappt. Weiter. Wenn YouTube gut läuft, würdet ihr nur noch von YouTube leben? Nein. Fahrt ihr auch gerne Fahrrad? Nein. Nein. Nutella mit oder ohne Butter? Mit. Beides ist okay. Würdet ihr euch für eine Beziehung gegenseitig verlassen? Nein. Nee, safe nicht. Weil die Frau muss mich so akzeptieren, was ich tue. Ich sag ja das, das mache ich. Wenn sie es nicht akzeptiert... Da ist die Ausgangstür, so war das. Raus! Raus! Wie ist Oggy auf den Namen Esel für dich gekommen? Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber... Ich glaube, du hast einmal in meinem Zopf gezogen und meintest Esel. Ihre Zöpfe, so, sie sah einfach in dem Moment aus wie ein Esel für mich. Und deswegen habe ich Esel gesagt. Danke. Aber ein Esel ist süß, deswegen nenne ich sie auch Esel, so. Eine Frage an mich. Stört es dich nicht, dass du fast nur auf deinen Arsch reduziert wirst? Werde ich tatsächlich gar nicht mehr. Weil die Leute langsam wissen, wie ich bin und dass ich, ja, wie gesagt, nicht nur... Oder? Ich will es. Na, ich habe auf jeden Fall nicht mehr viele Pro-Kommentare und auch bei Instagram kriege ich sehr viele positive Nachrichten, die nicht auf meinen Arsch bezogen sind. Oggis Lieblingstabak? Doppelapfel. Guck mal, meine Stimme wird dadurch auch ein bisschen tiefer. Doppelapfel. 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 Ja, okay. Doppelapfel. Triple Apfel. Triple Apple. So. Nathalie, kannst du Oggi squatten? Oh, nee. Ich wiege 80. Wie viel wiegst du? 80. Schaffe ich. Also, ich würde es schaffen. Safe. Ja, sie würde es schaffen, aber jetzt ist gerade so ein bisschen... Die ist rutschig. Und sie ist nicht aufgewärmt, dann zerrt sie sich was und dann kann sie nicht Motorrad fahren. Lassen wir es lieber sein. Zwei Fragen noch. Einmal, wie sieht für euch der beste Döner aus? Ich erzähle, ich fange an, ja? Flammenbrot. Knusprig. Ein bisschen länger als sonst, dass es knusprig wird. Kräuter scharf, Knoblauch, Zwiebeln, Salat alles und ein bisschen scharf noch diese Pulver, scharfes Pulver. Und dann brennt einmal und dann brennt zweimal. Das mag ich am meisten. Wie du? Nicht zu knusprig, das Brot. Ich mag knusprig einfach nicht. Aber ich dachte, ich bin knusprig. Ja, du, aber ich esse dich nicht. Okay. Fleisch darf nicht zu viel sein, das muss man leider für Dönermänner immer falsch. Zu viel Fleisch drin ist, Salat komplett, alle drei Soßen. Und sehr gerne noch Schafskäse und raus auch mal sehr lecker, esse ich aber sehr selten mit Schafskäse. Nee, ich wollte noch kurz sagen, ich glaube, viele kennen die Soßen gar nicht. Kräuterscharf, Knoblauch. Das gibt's zum Beispiel in Bayern überhaupt nicht, habe ich so gehört. Das ist, glaube ich, irgendwas mit irgendeiner komischen. Da kostet ein Döner 6 Euro, sag mal, spinnt ihr oder was? Wir zahlen hier 4 Euro maximal für einen Döner. Nee, schon mehr, 4,50. 4. 4,50. Nein, bei uns kostet 4. Hä? Natürlich, ein Döner 4. Nee. Oder 4,50. 4,50, safe. Aber gehen keine 6 Döner Euro. Gehen wir Döner essen? Schnell noch? Du gibst aus. Aber keine 6 Euro. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ja. Was schätzt ihr, kommt von einer Frau übrigens. Ja. Was schätzt ihr am meisten... Oh, ich muss mal, was schätzt ihr am meisten...
Ey, ich dachte, du bist hier die Deutschlehrerin unter uns und kannst jetzt nicht lesen oder was? Komm, ich lese die letzte Frage. Ich bin Deutschkind. Ich habe mich einfach nur verlesen. Letzter. So, Nora 2002 schreibt, was schätzt ihr am anderen am meisten? Was ich schätze? Eselhaare? Humor? Freundschaft? Hey, wie kann man denn eine Freundschaft an einem schätzen? Eigenschaften, Mann. Freundschaft ist doch keine Eigenschaft. Sie hilft mir immer. Ich bin so schlecht in solchen Sachen. So dieses Gefühle zeigen ist bei mir nicht so gut. Was Gefühle zeigen? Was magst du an mir? Walla, Arsch gut. Aussehen gut. Mann, jetzt wirklich Real Talk, ohne Spaß zu machen. Jetzt auch ohne Wein. Sie ist immer für mich da, wenn ich was habe. Wenn ich Probleme habe, sie sagt sofort, was ich sag, los ich komme. So. So was eine gute Freundschaft halt ausmacht, so, weißt du, wie ich meine? Und wenn wir mal einen Tag nicht schreiben, heißt es direkt, ey, ist was los. Also könnt ihr euch schon vorstellen, wie dick wir miteinander sind, oder? Wir schreiben uns eigentlich täglich. Ja, ist quasi. Das ist ein komisches Gefühl, wenn man nicht schreibt. Wenn man einen Tag nicht schreibt, so 6-7 Stunden schon mal nicht schreibt, dann, ey, ist alles okay. Weißt du, wie ich meine? Und du? Deine Brüste? Ey, jetzt komm. Ich schätze an Oggi, dass er immer für mich da ist. Nein, dass er halt da ist. Also, das ist. Ich bin nur da, ja! Ich kann ihm nachts Was machst du denn da, Mann? Ich kann ihm nachts schreiben, dass es mir nicht gut geht und er würde halt kommen. Das hast du auch einmal gemacht, da meinst du, brauchst du was? Und dann hab ich gesagt, ja, ein Bier. Dann hat er mir 2 Bier vorbeigebracht. Dass er ehrlich ist zu mir, dass ich weiß, dass ich seine ehrliche Meinung bekomme, wenn ich sie will. Also eigentlich seid mal ehrlich, aber auch wenn ich wirklich nach einer ehrlichen Meinung frage. Zum Beispiel kann ich dieses Bild mit dem Arsch hochladen und das ist wieder zu viel. Dann sagt er mir, nee, ist zu viel und ich lade es trotzdem hoch. Ich sag dann, kann passieren, dass Hate kommt. Ich aber warne nicht. Kommt nicht mehr. Aber kommt nicht. Nein, also ja, so Ehrlichkeit, loyal. Und ich bin der beste Katzenaufpasser. Ja, Oggi passt auf meine Katzen auf, wenn ich nicht zu Hause bin. Aber sehr gut, ich kuschel auch mit denen so, weil ich die Süßen liebe. Ui, bist du dick? Simba, bist du dick? Auf jeden Fall war es das jetzt mit uns, von uns, für euch, für mich. Es war es von mit uns, für euch. Ich weiß, du kannst mich immer noch nicht ernst nehmen mit dem Outfit, aber ich sag dir trotzdem. Guck mich mal nochmal an. Ey, das sieht. Ich feiere es auf jeden Fall. Folgt Knattercrew, gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du es magst. Und sagt uns, dass wir süß sind. Das brauchen wir. Und alles weitere Merch, dies, das kommt dann. Ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen beantworten. Sorry, dass es die Woche keinen Motovlog gab, aber wir hatten einfach keine Zeit gehabt. Und wir sind ja jetzt am Wochenende auch in München. Jetzt gerade. Wenn wir jetzt gerade sind wir in München. Auf jeden Fall, das war's von uns. Tschüss. Kuss. Tschüss. Achso, wir brauchen einen Thumbnail noch. Ja, dann komm her. Achso, machst du noch so. Wie? Gesicht zeigen? Ja, nee, dann so dieses Dings, was du. Tschüss. Okay.